Okay. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Session In Zukunft mehr Vielfalt, warum Diversität für die öffentliche Verwaltung wichtig ist. Mein Name ist Alvina Fuhrmann, bin Beraterin der PD und habe gemeinsam mit unserer Arbeitsgruppe zum Thema Diversität die Veranstaltung hier und heute vorbereitet. Genau, was haben wir heute eigentlich vor? Wir möchten uns gerne mit dem Thema Diversität generell, aber insbesondere im Kontext darüber sprechen, aber auch inwiefern diverse Arbeitsverhältnisse, eine diverse Belegschaft möglicherweise auch dazu beitragen kann, Arbeitsprozesse kreativer zu gestalten und vielleicht auch Zusammenarbeit innovativer zu gestalten. Uns interessieren also Fragen wie, wie divers ist die öffentliche Verwaltung aktuell eigentlich, beziehungsweise wie aufgeschlossen zeigt sie sich gegenüber diesem Thema? Aber eben auch, wie können diverse Teams zusammenarbeiten, um innovativer auf Lösungswege in Zukunft zu kommen? Genau, das sind Fragen, die uns interessieren, aber leider kann ich die Ihnen nicht alle beantworten. Dafür haben wir uns Expertinnen und Experten eingeladen. An dieser Stelle ganz herzlich willkommen an unsere Gäste. Vielen Dank. Unter den Speakerinnen und Speakern heute ist mit an Bord Frau Aydan Özüz. Sie ist Bundestagsabgeordnete, Staatsministerin außer Dienst und ehemalige Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Zudem ist dabei Frau Tatjana Munoz, die ich aktuell noch kurz entschuldigen muss. Sie wird sich gleich dazu wählen. Sie ist eine Kollegin von mir hier bei der PD und ehrenamtlich tätig als Ortsvorsteherin in Mainz-Eckstein. Außerdem dabei ist heute Ralf Neuhäuser. Er ist nicht nur Human Cyborg, sondern auch ehemaliger Botschafter des Factory Campus in Düsseldorf. Ich freue mich sehr, dass Sie heute alle dabei sind und sich die Zeit genommen haben, hier gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Und bin natürlich ganz gespannt auf die Diskussion. Bevor wir aber starten, noch ein ganz kleiner Hinweis. Wie Sie sehen, können Sie heute sozusagen mitmachen. Unter menti.com haben Sie die Möglichkeit, einen Code, der eingeblendet ist, einzugeben und dann Ihre Fragen loszuwerden. Nicht nur an mich bzw. an unsere Speakerinnen und Speaker, sondern auch alle Fragen, die Sie generell zu dem Thema im Kontext der öffentlichen Verwaltung, der öffentlichen Hand gerne mal stellen wollen würden. Am Ende der Session haben wir eine extra Rubrik eingeplant, eine kleine Diskussionsrunde, in der wir einige ausgewählte Fragen dann direkt stellen und hoffen, mit den Antworten auch Sie zufriedenzustellen. Genau, bevor wir mit den Fragen losgehen, noch eine ganz kurze Einführung zum Thema. Also Diversität ist ja tatsächlich, und ich kann mir vorstellen, dass Sie mir da wahrscheinlich alle zustimmen, ein Thema, an dem man aktuell kaum dran vorbeikommt. Egal ob in der Privatwirtschaft oder eben auch in öffentlichen Einrichtungen, wird es ganz breit diskutiert. Und es gibt auch die eine oder andere Studie zu dem Thema, Stichwort McKinsey-Studie zur Korrelation zwischen Diversität und Geschäftserfolg aus dem Jahr 2018 zum Beispiel, werden aktuell verfasst und wurden auch in der Vergangenheit verfasst. Das heißt, das Thema ist absolut aktuell und wichtig. Mittlerweile haben auch über 3.400 Unternehmen und öffentliche Einrichtungen die sogenannte Charta der Vielfalt unterschrieben. Und dazu gehört nicht nur die PD, sondern wie gesagt auch ganz viele Verwaltungsinstitutionen, Universitäten, kommunaler Ebene. Das Thema ist auf jeden Fall publik und verbreitet. Aber was genau bedeutet das, die Charta der Vielfalt unterschreiben? Mit der Unterzeichnung der Charta erklären Arbeitgeber, dass sie sich für Chancengleichheit bei ihren Mitarbeitern, bei ihren Beschäftigten einsetzen, diese gegebenenfalls herstellen wollen bzw. fördern wollen. Dazu werden die sogenannten Dimensionen der Vielfalt betrachtet. Das sind zum einen das Geschlecht, das Alter, die sexuelle Orientierung, die ethnische Herkunft, können auch Aspekte oder Dimensionen sein wie Religion oder Weltanschauung und natürlich auch körperliche Behinderung. Das ist also der Rahmen, in dem wir uns jetzt aktuell und heute in diesem Gespräch bewegen. Und die Dimension, über die wir sprechen, wenn wir von Diversität sprechen, heute in diesem Gespräch. Es geht also im Endeffekt um Anerkennung, es geht um Wertschätzung,
Es geht um Einbeziehung von Vielfalt und darum, aktiv ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei ist von Vorurteilen und Diskriminierung. So viel auf jeden Fall schon mal auf Papier beziehungsweise unterzeichnet. Aber uns interessiert natürlich auch, wie das in der Praxis umgesetzt wird, vor allen Dingen in der öffentlichen Hand. Und da würde ich mich gleich sehr gern an unsere erste Speakerin wenden, Frau Aydan Özüz. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Frau Aydan Özüz ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. Wie gesagt, Staatsministerin AD. Von 2011 bis 2017 war sie eine der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD und von 2013 bis 2018 Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Wir freuen uns natürlich auch darauf, aus Ihren Erfahrungen mit dem Thema Herausforderungen und Chancen im Kontext von Diversität einiges zu erfahren. Aber ich würde vielleicht direkt damit starten, wie gerade schon erwähnt, arbeiten Sie als Bundestagsabgeordnete. Für wie außergewöhnlich würden Sie Ihren eigenen Werdegang bezeichnen? Okay, das ist eine überraschende Frage. Guten Morgen erstmal an alle und vielen Dank für die freundliche Einführung. Naja, wie außergewöhnlich. In Wahrheit ist er nicht so außergewöhnlich, denn ich sag mal, was ich als außergewöhnlich betrachte, ist, wenn junge Menschen, deren Eltern beispielsweise nie zur Schule gegangen sind, also im Ausland, oder nur wenige Jahre Bildung hatten, die dann ihr Land verlassen haben, zum Beispiel nach Deutschland gekommen sind, und deren Kinder dann richtig gute, da ist Frau Munoz, hallo, und deren Kinder dann richtig gute Abschlüsse schaffen und dann in sehr hohe Ämter kommen zum Beispiel. Also ich zeichne jetzt mal so ein Beispiel. Das ist für mich außergewöhnlich und das ist ja in Wahrheit etwas, was wir gar nicht genug wertschätzen. Dass zum Beispiel, und damit meine ich jetzt die sogenannte Gastarbeitergeneration, die ist ja gekommen, weil sie im eigenen Land keine Arbeit hatte. Und in der Regel haben sie auch nicht allzu viel Zugang zu Bildung gehabt. Wenn deren Kinder bei uns richtig gute Abschlüsse machen, eine gute Ausbildung oder sogar studieren, dann haben die gleich zwei oder drei Bildungsleitern übersprungen. Und das wird leider selten wertgeschätzt. Meine Eltern haben zwar beide nicht studiert, aber hatten gute Schulen besuchen können, sind dann hierher gekommen. Für sie war Bildung sehr, sehr wichtig. Aber ich muss schon sagen, man braucht, glaube ich, gerade bei einer Einwanderung nach Deutschland, brauchte man in der Vergangenheit Leute, die einem geholfen haben. Ich habe auch mal das befragt gehabt und es sind oft Nachbarn gewesen, die gute Tante Erna von nebenan häufig, was man auch unterschätzt, die damals bei Hausaufgaben geholfen hat oder irgendwie mit Schulproblemen. Das waren diejenigen, die eigentlich zu diesen Erfolgen ja mit beigetragen haben, damit man in dieses System gut reinkommt. Vielen Dank. Ja, absolut nachvollziehbar. Und ich muss auch zugeben, ein Thema, das nicht unbedingt ausreichend betrachtet und besprochen wird. Vielen Dank dafür. Ich würde gern noch auf eine Studie eingehen. Sie haben 2016 eine Studie zum Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund in der Bundesverwaltung in Auftrag gegeben. Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig zu erheben, wer in der öffentlichen Verwaltung arbeitet und wer nicht? Und was uns natürlich auch sehr interessieren würde, was waren zentrale Erkenntnisse und Ergebnisse der Studie? Wenn das für Sie passt, würde ich noch einige Folien dazu einblenden. Ja, vielleicht sage ich kurz vorher was. Ich sage schnell vorab etwas. Genau, ich habe ja auch nicht so viele Folien, aber ich habe versucht, ein bisschen was damit nochmal auszudrücken. Also dieses Thema Menschen mit Einwanderungsgeschichten in der öffentlichen Verwaltung begleitet uns ja schon länger. Ich weiß, dass die Länder Hamburg und Berlin beispielsweise sehr früh schon vor vielen Jahren, also nach der Jahrtausendwende, dieses Thema immer wieder hatten und überlegt haben, wo stehen wir? Damals war immer
immer ganz klar irgendwo bei 2%, 3%. Man hat sich dann Zielmarken von 5% gegeben. Und das entsprach natürlich überhaupt nicht dem Anteil an der Bevölkerung. Also, dass man auch da nochmal gedacht hat, woran liegt es denn? Und dann kam bei mir hinzu, und das ist jetzt ein bisschen ein extremes Feld, aber es war schon wichtig damals, die ganze NSU-Geschichte. Und die NSU-Untersuchungsausschüsse wir hatten ja wahnsinnig viele Befragungen, sehr viele Gespräche. Und es gab ein Thema, was viele beschäftigt hat. Warum wurde so eindimensional gedacht? Ich mache jetzt natürlich nur einen Strang auf, also nicht, dass man meint, jetzt das Ganze damit abgedeckt zu haben. Aber dieser Gedanke hat uns sehr, sehr beschäftigt. Und wir haben irgendwann auch in den Diskussionen festgestellt, dass wir immer, also das Gefühl hatten, sehr häufig einen gleichen Typ Mensch sozusagen vor uns zu haben, der nämlich überhaupt nicht divers war. Und da geht es jetzt nicht um irgendwelche Diskriminierungen, aber es war eben eine Altersgruppe, meistens eben über 50. Es waren Männer, die keine Einwanderungsgeschichten hatten. Und wie wir wissen, kamen ja auch so Gedanken heraus, dass es eben, naja, wenn es mit Türken zu tun hat, dann, ich verkürze jetzt wieder, aber wenn es mit Türken zu tun hat, dann können die ja nur darin beteiligt gewesen sein und so. Das waren schon Gedanken, die aufgeschreckt haben, auch damals. Und wo wir dachten, wo stehen wir eigentlich? Warum gibt es nicht Teams, wo in unterschiedliche Richtungen auch gedacht wird, eben auch bei solchen Dingen? So, und da wollte ich es dann genauer wissen irgendwann und wir haben diese Studie in Auftrag gegeben. Gut, dann vielen Dank. Gern können Sie starten. Ich würde das hier parallel öffnen. Genau, dann kann ich auch sehen, was wir. Es sind ja 3 oder 4 Folien. Ja, das war jetzt okay. Das war die Ausgangslage. Dann genau. Können wir schon eine Seite weiter? Okay, das kann ich jetzt nicht lesen. Vielleicht können es andere lesen. Nee, ne? Das ist jetzt ganz mini da irgendwo. Ich glaube, das ist nicht lesbar so. Aber sonst erzähle ich was. Das wäre nett, danke. Ja, ich glaube, das kann niemand lesen. Ne? Das ist eine Erhebung von 2016. Klicken Sie doch noch mal einen weiter. Vielleicht geht das wenigstens dahin, ja, wo die nächste Folie jetzt ist. Genau, das versuche ich gerade. Es gibt jetzt gerade technische Verzögerungen in der Präsentation. Ach so, ja, dann erzähle ich einfach. Genau, vielleicht ist das jetzt aktuell die bessere Lösung, bevor wir uns hier dran festhalten. Okay. Dankeschön. Also auf der Folie steht, dass 24 Behörden der Bundesverwaltung mitgemacht haben, darunter 13 Bundesministerien, das Bundeskanzleramt und die Bundeswehr. Es haben insgesamt 284.000 Beschäftigte teilgenommen. Das sind ungefähr 57% der insgesamt im öffentlichen Dienst Beschäftigten. Und der Erhebungszeitraum war von Dezember 2014 bis Oktober 2015. Vielleicht wären noch die kurzen Anmerkungen dazu gut, dass durchaus die Behörden, es war nicht so ganz einfach, alle zu gewinnen, die dann mitgemacht haben, das will ich ausdrücklich sagen. Es gab einen Unterschied, wie wir hinterher festgestellt haben, an der Beteiligung von Frauen und Männern. Also Frauen haben etwas mehr teilgenommen als Männer, was natürlich genau zum Widerspruch auch steht, denn es sind mehr Männer beschäftigt als Frauen. Aber es war sozusagen dann von der Technik her letztendlich aber trotzdem so, dass es das Bild gut abzeichnen konnte. Wir haben festgestellt, dass die Teilnahmebereitschaft der Jüngeren auch etwas größer war als die der Älteren, weil also unter 30 Jahren war die Ausschöpfungsrate, wie das die Macher der Studie genannt haben, deutlich über 60%. Bei den Andersaltersgruppen ist das dann spürbar nach unten gegangen. Trotzdem konnte man eben auch diese Dinge ausgleichen. Es ist nur interessant, wenn man eben wieder eine Studie macht, auch darauf zu verweisen, dass dort in den Ministerien große Unterschiede waren und dass es einen Unterschied gemacht hat, ob
in den Ministerien, also von der Behördenleitung dazu aufgerufen wurde. Es war ja eine freiwillige Studie, muss man sagen. Also man kann da keinen zu verdonnern. Aber es war eben ein Unterschied, ob dafür Werbung gemacht wurde, ob das überall ausgehängt wurde und ob die Behördenleitung auch nochmal dafür geworben hat, mitzumachen. Solche Dinge sind, glaube ich, nochmal ganz wichtig, denn wir werden ja auch Folgestudien brauchen. Ich glaube, eine passiert vielleicht sogar schon. Und damit man das auch mal vergleichen kann, ob sich eben auch etwas tut. So, um nicht allzu lange darüber zu sprechen, komme ich auf die nächste Folie. Ich gucke mal eben, was ich da hatte. Aber daran brauche ich mich ja gar nicht mehr halten, weil man sieht sie gar nicht. Vielleicht aber doch noch mal dann zu den schon mal zu den Ergebnissen. Also ich muss das jetzt einmal hier so gucken, weil ich das auch nicht alles auswendig. Ah, da, ja, genau. Ganz auswendig kann ich es auch nicht sagen. Also der Anteil in der Bundesverwaltung, da kamen wir auf gut 14,8%. Das ist ja nicht allzu hoch, aber es ist doch überraschend hoch gewesen. Also wir hatten das durchaus etwas niedriger eingeschätzt zunächst einmal. Wenn man das mit Erhebungen in Bundesländern vergleicht und mit dem Mikrozensus vergleicht, hat man doch gemerkt, dass diese Zahl eben höher lag. Im Vergleich zur Privatwirtschaft, wo es eben bei 20% liegt, sieht man natürlich dann doch auch wieder einen Unterschied. Dann finden sich eher junge Frauen bei den Beschäftigten mit Migrationshintergrund. Sie gehören mehrheitlich der zweiten Generation an. Es hat sich schon gezeigt, dass es einen Unterschied macht, ob man seine Bildungslaufbahn hier durchlaufen hat oder eben im Ausland. Wir hatten sogar dann bei qualitativen Interviews auch nochmal die Aussagen von jungen Leuten. Das sind total nette Geschichten. Aber die dann auch mal sagten, also meine Eltern oder meine Verwandten haben gesagt, das macht doch überhaupt keinen Sinn, sich da zu bewerben, die nehmen dich sowieso nicht. Und das waren junge Leute, die genommen worden waren. Also da vielleicht noch mal deutlich zu sehen, auch überhaupt dieses Gefühl, habe ich da eine Chance, nicht so, ja. Die bei der zweiten Generation dann doch etwas höher war. Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichten arbeiten aber häufiger in Ausbildungsverhältnissen. Das ist ja vielleicht nochmal eine positive Zukunftsaussicht, aber für den aktuellen Befund natürlich nicht ausreichend. Und sie sind seltener unbefristet beschäftigt, was natürlich absolut nicht in Ordnung ist. Also selbst bei dieser Zahl sind dann eben die meisten unbefristet beschäftigt. Höhere Laufbahngruppen sind seltener bei Beschäftigten mit Migrationshintergrund und sie sind auch häufig nicht verbeamtet. Also da merkt man schon, dass es eben doch eine Menge zu tun gibt und das alles in dieser Zahl von 14,8%. Und es gibt, das habe ich schon erwähnt, deutliche Unterschiede auch zwischen den Behörden. Also ich sage jetzt mal bei der Beauftragten für Kultur und Medien und in ihrem Bereich, das war so ziemlich ganz unten auf der Skala, gerade bei Kultur und Medien fand ich das interessant, bei Ernährung und Landwirtschaft, ich glaube, das waren die beiden ganz unten, höher liegt es dann durchaus beim Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit. Das ergibt sich auch ein bisschen vom Thema. Auch im Auswärtigen Amt war es dann nochmal deutlich besser. Naja, und das ist so eine ganz lange Reihe von verschiedenen Behörden. Das kann man sich ja dann auch nochmal angucken. Ja, dann kommen wir jetzt sehe ich Sie wieder. Dann kommen wir nochmal so zu diesen letzten zwei Dingen vielleicht, die ich einfach nur nochmal hervorheben wollte. Der Anteil der Beschäftigten eben in der Bundesverwaltung, da hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass sie eben häufiger befristet beschäftigt sind. Genau, einfach nur um so einen Eindruck zu bekommen, was für Tabellen es auch in dieser Erhebung gibt. Das sind natürlich wahnsinnig viele, die ich jetzt hier heute Morgen nicht alle zeigen kann. Aber die zweiten zwei Balken, das kann man ja sehen. Der erste, das ist die Bundesverwaltung insgesamt und der zweite ist die obersten Bundesbehörden. Also man sieht ja schon mal den deutlichen Unterschied. Und das Helle ist immer mit Migrationshintergrund und das Dunkle ist ohne. Und hier geht es um die Befristung. Sonst hätten
hätten sich jetzt alle gewundert, warum die mit Migrationshintergrund mehr sind. Hier geht es tatsächlich darum, also selbst bei diesen geringen Zahlen, jetzt wenn man mal die oberste Bundesbehörde sieht, dann sind auch da schon von denen, die überhaupt da sind, 10% mit befristeten Beschäftigungen. Der nachgeordnete Bereich ist dann sind das 18,5 und die Bundeswehr ist ganz rechts. Entschuldigung. Bundeswehr ist ganz rechts und da sieht man beispielsweise, wir waren erst erstaunt, dass da die Zahl so hoch ist, aber zum einen muss man sagen, sind offenbar auch sehr viele Kinder von Aussiedlern in der Bundeswehr. Daran hatten wir natürlich nicht gedacht. Die fallen natürlich auch unter Migrationshintergrund. Ja, aber auch bei denen sieht man über 68% befristete Beschäftigungsverhältnisse. Also das ist natürlich ein Befund, wo man sagt, das kann sich von heute auf morgen ändern und man hat wieder überhaupt gar keine Einwanderungshintergründe. Das ist sozusagen die etwas negativere Folge. Und die letzte, die nächste Folie, die sollte noch mal ein bisschen zeigen, dass es aber doch Potenzial gibt. Das sind jetzt nämlich die Ausbildungsanteile, die man da sieht. Ja. Ganz links wieder Bundesverwaltung insgesamt und auch da das helle wieder mit Migrationshintergrund. Und da sieht man ja, dass bei den Auszubildenden eben doch auch ein höherer Anteil eben dann tatsächlich eben diese Einwanderungsgeschichten hat, was ja das Potenzial dafür liefert, dass die dann irgendwann auch in die Verwaltung wirklich kommen und möglicherweise dann eben nicht mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen. Das ist ja ein grundsätzliches Problem, aber eben bei denen mit Einwanderungsgeschichten im Besonderen, wie wir gesehen haben. Aber hier liegt in meinen Augen das Potenzial, wenn die schon ausgebildet werden. Das zweite sind wieder die obersten Bundesbehörden, dann der nachgeordnete Geschäftsbereich und ganz rechts auch wieder die Bundeswehr. Also man sieht überall, dass diese hellblauen Balken auch recht hoch sind. Also insgesamt viele Auszubildende, aus denen sich in den nächsten Jahren natürlich dann durchaus auch die Zahlen verändern könnten. Es ist kein Muss. Es wird daran liegen, wie die Einstellungspraxis dann aussieht. Absolut. Vielen Dank für diesen ausführlichen Einblick. Wir sehen, es tut sich was, aber es ist immer noch nicht auf dem Niveau, dass man hier von Chancengleichheit sprechen kann. Das ist zumindest meine persönliche Einschätzung zu dem Thema. Sie hatten davon gesprochen, dass in den befristeten Verhältnissen und auch bei der Belegschaft mit Migrationshintergrund teilweise insbesondere auch Frauen zweiter Generation mit befristeten Verhältnissen arbeiten müssen. Gleichzeitig kann sich da, wie Sie das auch gerade schon erwähnt haben, durchaus was tun. Wir hatten jetzt einen Einblick dazu, wie es der Ist-Zustand beziehungsweise 2016 bei der Erhebung dieser Studie. Uns würde noch mal interessieren, auch hier vor allen Dingen für die Teilnehmer dieser Session, was denken Sie, wie kann ein gelungenes Diversity Management im Kontext der öffentlichen Verwaltung aussehen? Also für uns wäre nochmal wichtig, gibt es einige wichtige nächste Schritte, die man gehen kann, um das Thema Diversität und Vielfalt am Arbeitsplatz auch im Kontext des öffentlichen Sektors zu etablieren? Sie kennen sich da natürlich besonders gut aus. Ich muss aufgrund der Zeit leider darauf hinweisen, dass wir, weil wir auch etwas verspätet gestartet sind, uns ein bisschen, ich hoffe, nicht beeilen müssen, aber leider musste ich jetzt eine Frage überspringen. Ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung. Genau. Was halten Sie für wichtige nächste Schritte im Kontext von Diversity Management in der öffentlichen Hand? Also da mir Ihre Fragen nicht vorliegen, hätte ich das nicht gemerkt, dass Sie was übersprungen haben. So. Ich muss sagen, es gibt ja kein Allheilmittel dafür. Letztendlich muss tatsächlich dafür geworben werden. Und ich meine, das erinnert uns ja so ein bisschen auch an die Gender-Debatte, nicht so? Warum gibt es eigentlich auch immer noch Behörden, wo der Männeranteil und vor allen Dingen bestimmte Bereiche, ne? So, da hat sich ja durchaus einiges getan, aber immer wenn es weiter nach oben geht, merken wir halt, dass es deutlich weniger wird. Der Vergleich ist ja häufig auch mit der Privatwirtschaft. Und da muss man eben sagen, da kennen wir eben diese Diskussion ja auch. In der Privatwirtschaft sind aber Menschen mit Einwanderungshintergründen besser vertreten. Sie sind häufig diejenigen, die auch etwas wagen, risikobereit sind, auch Dinge durchaus
versuchen, auf die Beine zu stellen. In die Verwaltung kamen sie lange gar nicht rein. Jetzt kommen sie rein. Und es ist natürlich so, dass man sich wünschen würde, dass auf dieses Wort Diversität, also natürlich ist es nicht ein Ausweis, dass ich jetzt irgendwie super gut bin, weil ich einen Migrationshintergrund habe. Das ist ja klar. Aber dass wir uns deutlich machen, wir brauchen gemischte Teams, wir brauchen verschiedene Blickwinkel, wir brauchen kreative Teams, die eben auch mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen zusammenkommen, weil die nur auch unsere Gesellschaft ja abbilden können und letztendlich auch verstehen können. Und dass man darauf stärker auch bei der Einstellungspraxis achtet, wäre ein Riesenschritt. Also wir diskutieren das ja manchmal sogar West und Ost, nicht so, was einem erst ja auch manchmal komisch erscheint. Aber wir merken, es gibt eben unterschiedliche Ansichten oder Denkweisen oder dass man auch andere Sensibilitäten hat. Und wenn man diese verschiedenen Erfahrungen, Lebenserfahrungen einbringen kann in die Behörden, dann werden die Behörden umso stärker. Und das ist leider eine Erkenntnis, die noch nicht ganz durchgedrungen ist, ganz besonders leider noch nicht immer ganz nach oben. Und daran müssen wir sozusagen von oben dann auch arbeiten. Das kann nicht nur von unten passieren, weil die Ausgebildeten oder Auszubildenden können sich ja nicht selber einstellen, sondern da muss natürlich stärker von den Behördenleitungen nochmal ein klares Bekenntnis dazu kommen. Absolut. Vielen Dank dafür, Frau Oesus. Am Schluss oder im Abschluss der Session werden wir sicherlich noch einige Fragen von den Teilnehmern an Sie richten. Ich würde jetzt einmal gern überleiten zu unserer zweiten Speakerin. Tatjana, es ist schön, dass du es geschafft hast, dabei zu sein. Du bist eine Kollegin von mir hier bei der PD und nicht nur als Beraterin tätig, sondern ehrenamtlich auch als Ortsvorsteherin von Mainz-Rechtsheim. In dieser Funktion, wie ich verstanden habe, setzt du dich vor allem für das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel und Digitalisierung ein und hast mir auch davon berichtet, dass dein ganz individueller Werdegang und Hintergrund dir schon die ein oder andere kreative Idee gegeben hat, eine Herausforderung zu meistern. Du hattest mir auch davon erzählt, wie gesagt, dass du eben jetzt auch Kommune bist. Meine erste Frage wäre, warum konkret Kommune? Was steckt hinter deinem Wunsch, auf kommunaler Ebene politisch aktiv zu werden und für wie divers würdest du Deutschlands Kommunen einschätzen? Tatjana, man kann dich leider gerade nicht hören. Du müsstest wahrscheinlich das Ausgabegerät ändern, weil du gerade Kopfhörer benutzt. Genau, das kannst du da unten rechts machen, dann können wir dich hören. Okay, dann Tatjana, würde ich dir vielleicht kurz Zeit geben, das technische Problem zu lösen und in der Zeit schon mal überleiten zu unserem dritten Gast. Ralf, ich bin froh, dass du da bist und dass es so technisch einwandfrei funktioniert bei dir. Super. Ich würde gerne unseren Gästen und Teilnehmern und Zuschauern noch ein paar Infos zu dir gerne mitgeben, bevor wir in die Fragen kommen. Und zwar würde ich folgendermaßen beschreiben nach unserem Gespräch: vom gelernten Goldschmied bis hin zum Human Cyborg bringst du vor allem eines mit, nämlich ein sehr offenes Mindset. Du bist ehemaliger Botschafter des Factory Campus in Düsseldorf und dadurch Experte für vielfältige und moderne Formen der Zusammenarbeit. Dabei schienst du für alles zu brennen, was irgendwie anders und bunt ist und immer dafür zu plädieren, im Arbeitskontext Chancengleichheit und auch Vielfalt groß zu schreiben. Ich bin sehr froh, dass du heute dabei bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle. Ja, vielen Dank. Genau. Schön, hier zu sein. Freut mich. Gleich zu Beginn, erste Frage. In deiner ehemaligen Arbeit als Botschafter des Factory Campus, welche Zusammenhänge konntest du da erkennen zwischen dem Thema Diversität und neuen Arbeitsstrukturen? Also inwiefern konntest du beobachten, dass diverse, vielfältige Teams kreativ arbeiten konnten beziehungsweise neue Arbeitsstrukturen zulassen konnten?
Ja, da möchte ich ein kleines bisschen zurückgreifen auf den Ursprung des Factory Campus. Das war ja sozusagen schon eine Weiterentwicklung. Das hatte seine Wurzeln im Coworking Space Garage Bilk. Das war einer der ersten Coworking Spaces hier in Düsseldorf. Und die damalige Gründerin und Inhaberin, Yvonne Firdaus, die hatte einen Workspace geschaffen, wo viele Dinge möglich waren. Also der auch ständig in der Entwicklung war. Es gab ständig neue Nutzungsmöglichkeiten, neue Veranstaltungen. Es gab Treffen von allen möglichen Interessengruppen, aber auch die Stadt Düsseldorf mit der Wirtschaftsförderung und der Start-up-Förderung war da. Also da sind sich schon ganz viele Menschen begegnet. Der Studienabgänger oder Studienabgängerin, die vielleicht neben dem ersten Job schon ein Start-up vorbereitet hat, auch internationale besetzte, also divers besetzte Gruppen haben sich da getroffen zu allerhand Themen. Und dann wurde das eben auf den nächsten Level gehoben in einem 34.000 Quadratmeter großen ehemaligen Fabrikgelände. Da sollte also ein riesiger, prototypischer New Workspace entstehen. Zwei Gebäude sind im Betrieb auch und da gibt es halt Möglichkeiten, klassisch ein Büro zu mieten, aber es gibt Open Spaces und so weiter. Also es ist schon, ich habe als Dozent der Verwaltungsakademie des Landes Nordrhein-Westfalen, wo ich langjährig gearbeitet habe, auch zum Beispiel im MGPA gearbeitet, also dem Landesministerium hier in NRW für Emanzipation, Pflege, Alter. Und da habe ich eine ganz andere Situation zum Beispiel erlebt. Da gab es nur geschlossene Büros mit ein oder zwei Menschen besetzt. Ich fand das, ich muss ganz offen sagen, gruselig als Arbeitsatmosphäre, weil es war nichts transparent, es war nichts offen. Jeder hat hinter seinen verschlossenen Türchen meist alleine oder maximal zu zweit gearbeitet. Und in so einem New Workspace, da ist alles sehr offen und transparent. Es gibt viel Glas, also auch zu den Büros, die sind zum Teil einsehbar. Es gibt offene Arbeitsflächen und durch die Vielzahl von, zum einen durch die Dynamik, weil es gibt keine langfristigen Gewerbemietverträge, gibt es natürlich eine Fluktuation, das ist das eine. Dann gibt es vielerlei Veranstaltungen, nicht nur von uns selbst ausgerichtet, sondern eben von Protagonisten aller Art. Das heißt, ich hatte zum Beispiel sehr viel Kontakt zu internationalen Gruppen, gefördert von den Konsulaten, die vielleicht Wirtschaftsansiedlungen hier betreiben wollten. Das heißt, ich hatte in meiner Arbeit mit Chinesen, Japanern, Amerikanern, Ungarn, Polen, Nordafrikanern und ich weiß nicht, was alles zu tun. Dann gab es noch diverse Förderprogramme. Es kamen zum Beispiel auch Migrantengruppen, die gerade in so einer berufsqualifizierenden Maßnahme waren. Die wollten dann auch diese Art zu arbeiten kennenlernen. Also das war also ganz, ganz vielschichtig. Ich muss allerdings auch noch mal ganz kurz vielleicht auf meine Vorrednerin zurückkommen. Diversität ist, sehe ich natürlich auch ein bisschen anders. Ne? Also natürlich gibt es die Schlagworte, die im Moment zu Recht natürlich auch propagiert werden. Da geht es natürlich um die Migranten, um Geschlechtergerechtigkeit und so weiter. Ich bin natürlich ein Antityp von Diversität, wenn man nur das Vordergründige sieht. Ich bin mittleren Alters, männlich, hetero, cis, keine Ahnung, also ich bin ja quasi der komplette Antagonist von Diversität. So sehe ich das aber nicht. Erstens, eine Person kann ja nicht divers sein, ja, eben. Und gleichzeitig doch. Also divers wird es ja erst durch die Gruppe. Und genau. Ich habe zum Beispiel auch in Arbeitsumfeldern gearbeitet, wo ich die Minderheit war. Ich habe in einer Versicherung mal gearbeitet, da hatte ich vorwiegend weibliche Kolleginnen. Ich habe in einer großen PR-Agentur gearbeitet, da war es in vielen Bereichen ebenso. Natürlich dann ganz richtig, je höher der Karrierelevel, desto mehr switchte das dann wieder. Da waren dann wieder die Männer in der Überzahl. Aber wie gesagt, Diversität kann ja ganz, ganz unterschiedlich aussehen.
Und auf der anderen Seite ist jede Person ja auch wieder divers, weil jede Person hat eine Geschichte und besteht ja nicht nur aus ein paar vordergründigen Kriterien oder Maßstäben. Das möchte ich dann sozusagen meinen Blick auf Diversität nochmal mit einbringen. Also ich versuche immer divers zu sein, weil ich habe schon eine sehr bunte Biografie, was meine berufliche Laufbahn angeht. Ich habe Goldschmied gelernt, Design studiert, als Programmierer in einer PR-Agentur gearbeitet, dann als Repräsentant oder Öffentlichkeitsarbeiter für so ein Multimillionen-Immobilienprojekt in der Versicherung, in der Autoindustrie, auf Modemessen. Das heißt, ich bin schon per Biografie oder per beruflichen Werdegang sehr divers. Das heißt, ich habe sehr viele Erfahrungen gesammelt, die ich aber in jedes neue Umfeld wieder mit einbringen kann und teilen kann und wieder von neuen Menschen lernen kann. Also das ist für mich auch Diversität. Oder du hast es kurz angesprochen, ich bin ja bis unter die Haut digitalisiert. Ich habe halt auch Experimente gemacht, die sich viele heute noch nicht trauen oder dem auch kritisch gegenübersehen. Ich bin ein Cyborg mit Chips unter der Haut und das macht mich auch divers, weil ich in einer Art Transhumanismus schon bin. Ich beschäftige mich Ideen des Transhumanismus. Das ist auch eine Form von Diversität. Ich wandle mich da auch. Vielen Dank. Das sind natürlich auf jeden Fall auch sehr, sehr unterschiedliche, beziehungsweise teilweise sehr weit voneinander entfernte Sphären, sage ich jetzt mal, im Sinne von Verständnis von Diversität. Aber darum umso interessanter, dass wir uns da jetzt heute drüber austauschen können. Ich persönlich interessiere mich ganz besonders noch dafür und sicherlich auch die Zuschauer und Teilnehmer hier. Ja, gerne. Frau Isis? Ja, darf ich kurz was sagen? Ja, natürlich. Ich könnte gerne was sagen. Absolut. Genau, ich wollte nur nicht, dass das jetzt vielleicht irgendwie falsch verstanden wird. Natürlich hat jeder Mensch unterschiedliche Erfahrungen. Wir nennen das ja oft so, jeder hat so seinen eigenen Rucksack. Und wie das jetzt gesagt wurde, an Diversität, das ist ja, ich glaube, niemals sollte man sagen, dass irgendwie 2-3 Menschen gleich sind, nur weil sie die gleiche Herkunft haben oder so. Das wäre ja komisch. Und das habe ich natürlich auch nicht gemeint. Das würde nicht funktionieren. Und trotzdem, um das freundschaftlich ein bisschen provokativ zu machen. Trotzdem wäre mir jetzt der Begriff von Diversität zu eng. Also zu sagen, irgendwie sind wir ja alle, jetzt bin ich gemein, ne? So, aber ich sage jetzt mal, wir sind ja alle irgendwie auch in uns divers. Das reicht schon, das hat er natürlich nicht gesagt. Das wäre eben genau das, was nicht ginge, sondern für mich sind all diese Punkte wichtig. Also durchaus zu sagen, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche, weiß ich nicht was, machen es eben ja umso diverser, wenn man so will. Und da ist ein Stück auch der Gewinn, wenn man es denn gut zusammensetzt. Natürlich ist auch nicht Diversität an sich der Gewinn. Auch darauf muss man ja achten. Natürlich kommt es dann auf die Kompetenzen an und ob jemand das gut einzubringen versteht und ob er die Kompetenzen hat, die auch ansonsten gefordert sind. Ich wollte nur nicht, dass das, ich verstehe das gar nicht mal unbedingt so als Gegensatz. Nee, das habe ich auch so nicht so gemeint. Ich wollte da nicht das sozusagen dem entgegenstellen, sondern ergänzen. Also natürlich, es gibt in der Diversitätsdebatte gibt es natürlich einen Fokus auf marginalisierte Gruppen und der ist ja auch zu Recht da. Natürlich gibt es Gruppen, die besonderen Schutz und besondere Unterstützung da benötigen, weil sie lange marginalisiert worden sind. Aber ich wollte das Feld eben dann auch erweitern und auch den Blick dafür öffnen, weil dann vielleicht manchmal das auch verloren geht, dass auch eine vielleicht vordergründig homogene Gesellschaft durchaus auch Diversitäten hat. Ne? Stimmt. Kontext. Ja. Absolut, vielen Dank. Tatjana, ich wollte kurz anfragen, ob du jetzt wieder zu hören bist. Funktioniert's? Bin ich zu hören? Ganz leise. Ja, ganz leise. Ganz leise, vielleicht kannst du ein bisschen deutlicher sprechen. Ja, okay. Ich guck mal. Vielleicht so laut, wie du kannst, weil es kommt tatsächlich sehr leise an bei uns. Okay, also ich spreche jetzt sehr laut. Ja? Das ist gut, wir können dich besser verstehen.
Ich finde es wichtig, also zu diesem Begriff der Diversität, wenn wir im Verwaltungskontext sprechen, dass wir das unterscheiden zwischen einmal Integration von Minderheiten, also einmal der soziale Aspekt der Chancengleichheit, aber eben der strategische Aspekt von interdisziplinären Gruppen. Das sind zwei Verständnisse und zwei Herangehensweisen an Vielfalt als Thema. Und natürlich ist es so, dass Minderheiten gepolt werden müssen, einfach damit Chancengleichheit entsteht. Das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist eben zu erkennen, dass, was meine Vorrednerin auch gesagt hatte, dass Vielfalt einen strategischen Mehrwert hat, egal ob es jetzt sich um Menschen mit Migrationshintergrund handelt oder Menschen, die zwischen Roboter und Menschsein sind. Und das sind zwei Aspekte, die ich gerne auch ganz klar trennen würde, damit wir nicht immer in diese Schiene der Migrationsgeschichten reinkommen und der Gender-Debatten und auch ein bisschen strategischer denken. Das ist mir noch wichtig. Gut. Da ja, würde ich vielleicht ergänzen. Wenn ich darf, würde ich da ergänzen. Ich hatte ja kurz eben meinen Einblick in die öffentliche Verwaltung durch meine Arbeit als Dozent oder Trainer auch in der Verwaltung des Ministeriums gesehen. Und da gibt es ja Zustände, wo vielleicht sogar schon eine gewisse Diversität herrscht, die aber gar nicht, auf die gar nicht zugegriffen wird, die gar nicht gefördert oder genutzt wird, weil alle hinter verschlossenen Türen sitzen. Dann ist jeder separiert und singularisiert sozusagen. Im Haus existiert zwar eine Diversität, die aber nicht gelebt wird und auch nicht ausgeschöpft wird sozusagen. Aber was wären dann in dem Kontext genau mögliche nächste Schritte, um hier vielleicht auch teilweise aus Entwicklungen, die vielleicht im privatwirtschaftlichen Sektor schon umgesetzt werden, in der öffentlichen Verwaltung noch nicht, um da Erfahrungen, Potenziale auch in der Verwaltung zu nutzen? Wir sprechen natürlich von zwei sehr unterschiedlichen Umgebungen, auch unterschiedlichen Voraussetzungen in der Verwaltung, werden vielleicht nicht alle Strukturen, wie sie in der Privatwirtschaft umgesetzt werden können, so eins zu eins umgesetzt werden, weil sie da auch nochmal andere Anforderungen erheben können. Aber sicherlich kann man schauen, aus welchen Erfahrungen aus diesem Kontext der diversen Zusammenarbeit könnte man lernen und dazulernen, auch für die öffentliche Hand. Das würde ich jetzt mal direkt als offene Frage in die Runde stellen. Vielleicht, Tatjana, kannst du uns da noch was zu sagen? Also angefangen damit, dass die Verwaltung sich gar nicht so zu verstecken braucht gegenüber der Privatwirtschaft. Also in Großkonzernen ist es genauso zum Teil eingenordet wie oft in Verwaltungen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, erstmal zu erkennen, also das, was Frau Özus vorhin gesagt hat, zu erkennen, dass Diversität ein strategischer Mehrwert darstellt. Das ist ja schon der erste Schritt. Und dass es nicht darum geht, sich einen Sticker von der Charta der Vielfalt irgendwo hinzukleben, was total schön ist. Aber das ist einfach eine andere Erzählung. Ja? Und ich glaube, das wäre das Erste, dass wir damit beginnen. Das Zweite ist tatsächlich die Tarifstruktur, um jetzt ein bisschen verwaltungsnerdiger zu werden. Die Tarifstruktur für die höheren Laufbahnen, auch im kommunalen Kontext, sind ja so aufgebaut, dass diverse Menschen oder Menschen mit Migrationshintergrund schon alleine, weil die soziale Mobilität in Deutschland so schlecht ist, die haben doch gar keine Chance, dorthin zu kommen, an Referentenstellen, Abteilungsleiterinnenstellen, um zu erkennen oder mitzuwirken darin, dass Vielfalt als strategischer Mehrwert verstanden wird. Frau Özus, Sie hatten ja gerade gemeldet. Ja, wobei ich war eigentlich die Dritte, die sich gemeldet hat. Ich will nicht vordrängeln. Okay, nee, wir machen es jetzt bei Ihnen, Frau Özus. Ich habe nämlich noch, auch aufgrund der Zeit, eine Frage auch von den Teilnehmern an Sie über menti.com bekommen. Und die passt vielleicht auch in diesen Kontext. Und zwar lautet die Frage, wie kann der Bundestag aktiv werden, um mehr Diversität in der Verwaltung zu fördern? Und in dem Kontext würde ich gerne auch nochmal
abschließend in dieser Runde darauf eingehen, was du, Tatjana, genau als diesen strategischen Mehrwert bezeichnet hast von Diversität in der öffentlichen Verwaltung. Also die Frage ist insofern nochmal besonders interessant mit dem Bundestag, als dass wir in der Politik selber ja schon das Problem haben, dass der Anteil von denjenigen mit Einwanderungsgeschichten nicht sich wahnsinnig erhöht. Es gab mal Sprünge in den, also ich weiß gar nicht, von 2000 bis 2010 oder noch ein Stück weiter, da konnte man das richtig sehen, wie sich das auch in einigen Landesparlamenten und auch im Bundestag ja verändert hat, selber. Ich meine jetzt die Abgeordneten. Und wenn man heute mal guckt, wie schwierig es ist, dass Abgeordnete, dass die Menschen aufgestellt werden, die einen Einwanderungshintergrund haben, dann hat man fast das Gefühl, an manchen Stellen geht es eher wieder zurück. Auch, dass wir, und ich meine, das kritisiere ich ja immer und offen, dass wir eine Bundesregierung haben und viele Landesregierungen, wo nicht eine einzige Person eine deutliche Einwanderungsgeschichte hat, finde ich überhaupt nicht zeitgemäß. Also das sei mal auf die Seite gestellt, damit man nicht immer nur sozusagen dann die öffentliche Hand kritisiert. Also da gibt es durchaus Vorbildfunktionen, die nicht genutzt werden. Auf der anderen Seite kann man aber durchaus sagen, ja, natürlich, man kann beispielsweise zu diesem Erkenntnisgewinn viel stärker beitragen. Und da sehe ich große Unterschiede. Es gibt auch Behörden, aber es gibt eben auch Länder, die das stärker evaluieren, einfach mal herausfinden, in Auftrag geben, wie ist denn wirklich die Lage, um daraus Konsequenzen zu ziehen. Denn, ich meine, das war unsere kleine Diskussion vorhin. Natürlich kann man nicht einfach nur auf ein, zwei Merkmale schauen und sagen, damit hat man es jetzt, sondern das hat ja Auswirkungen bis in unsere Bildungslandschaft hinein. Vor PISA haben wir gedacht, wir sind wahnsinnig gerecht und toll und jeder kann unser Bildungssystem super verlassen. Also ich überzeichne jetzt wieder ein bisschen. Dann haben wir festgestellt, nee, es wird ganz brutal ausgesiebt, was teilweise immer noch in den 16 Bundesländern ja unterschiedlich gehandhabt wird, dass aber zum Beispiel Zweisprachigkeit gar nicht gewürdigt wird, dass viele Lehrerinnen und Lehrer nicht verstehen, was das eigentlich bedeutet und so. Hat also wirklich viele Auswirkungen. Und von daher kann Politik Weichen stellen, die eben von der ganzen Bildung, Ausbildung, also da liegt die Basis und dann aber auch darauf zu dringen. Also ich bin nicht ganz so ein Fan immer von Quoten, deswegen bin ich da sehr zurückhaltend und sag das nicht. Ich weiß, dass viele das gut fänden, aber ich persönlich finde es eben schwierig zu sagen, Hauptsache man hat jetzt jemanden mit einer Einwanderungsgeschichte. Wir wissen, dass sich viele, da widerspreche ich jetzt ein ganz bisschen, Frau Munoz, sich viele doch eher in die Privatwirtschaft wenden, weil sie da einfach größere Möglichkeiten haben tatsächlich, als dann in die öffentliche Verwaltung. Und da müssen wir für werben, dass wir eben auch diese guten, gut ausgebildeten Leute in der Verwaltung brauchen. Aber das heißt ganz klar, wenn sie alle nur befristete Beschäftigungsverhältnisse bekommen, dann gehen die Besten da auch nicht hin. Das ist doch ganz klar. Und wenn sie nicht irgendwie sehen, dass sie da eine gewisse Karriere auch einschlagen könnten, dann werden die Besten da eben auch nicht hingehen. Also man kann natürlich einiges dafür tun, dass man sagt, wen stellen wir wie ein und wo geben wir auch welche Signale. Und da gibt es eine gewisse Zurückhaltung, wenn man es mal freundlich sagen möchte. Absolut, ja, geil. Oh, Ralf, ich kann dich leider gerade nicht hören. Bist du noch stumm? Jetzt müsste ich wieder zu hören sein. Also ein Schlüssel, ein ganz wichtiger, essentieller Schlüssel für mich ist das Teilen von Wissen. In der New Work Szene gibt es eine gigantische Struktur von Wissensplattformen. Das sind Veranstaltungen, Barcamps, Meetups etc. und so weiter. Und das Wissen in klassischen Strukturen, in Unternehmen und womöglich auch in der Verwaltung, wird sehr viel Hoheitswissen gepflegt. Und wenn ich das öffne, wenn ich sozusagen Wissen vertikal und horizontal teile, mache ich auch vertikale und horizontale Strukturen offener und durchlässiger.
Also das heißt, ich habe viel mehr Möglichkeiten zu sehen, was passiert auf meiner Ebene noch, neben meinem spezifischen Arbeitsbereich, aber auch vertikal. Das heißt, wie muss ich mein Wissen entwickeln, um womöglich auch in die Vertikale, in der Vertikalen weiterzukommen und so. Also das, ich sag mal, das Teilen von Wissen, offene Türen, Transparenz, sowohl nach außen, aber auch in internen Strukturen. Das ist für mich ein ganz essentieller Schlüssel, weil das ist Teilhabe. Und Diversität ist ja auch immer ein ganz wichtiger Aspekt der Teilhabe. Dabei ist es doch auch ganz zentral, dass es auch eine unterschiedliche Form von Wissen ist. Ne? Wenn wir eine ganz homogene Gruppe haben, die alle ähnlich sozialisiert sind, ähnliche Formen von Wissen mitbringen, dann kann ja auch wieder nur ähnliche Lösungsansätze, Konzepte entstehen. Ne? Tatjana, du wolltest auch noch was dazu sagen. Genau, und genau darum geht es mir bei Vielfalt auch. Es geht nicht nur um die gut ausgebildeten Menschen mit Migrationsgeschichten, die dann in die freie Wirtschaft dann abwandern, sondern es geht mir genauso darum, Menschen, die mit 16 eine Ausbildung als Gärtner in der Landesgärtnerei irgendwie abgeschlossen haben, dass die in interdisziplinäre Teams in die Verwaltung auch mitgenommen werden. Also mir geht es eben nicht darum zu sagen, hier sind Menschen mit Migrationsgeschichte, die eine Vielfalt mitbringen und gut ausgebildet sind. Wir brauchen sie für die Verwaltung Jana? Ja auch. Aber Vielfalt bedeutet für mich vor allen Dingen verschiedene Sozialisationshintergründe. Jemand, der aus einer privilegierten Familie, in meinem Fall zum Beispiel aus Mexiko kommt und hier weiter privilegiert lebt, heißt nicht, dass er oder diejenige Vielfalt mitbringt, nur weil sie nicht weiß ist und eine Migrationsgeschichte mitbringt. Deswegen finde ich wichtig, dass wir diesen Diversitätsbegriff auch einfach weiterdenken. Und auch in der Verwaltung sagen, wir haben doch unsere Kindergärtnerin, die so viel Expertise hat, die sollte mal mit hochkommen zur Landesregierung, um zu erklären, wie entwickeln wir gute Services. Und darum geht es mir bei Vielfalt. Frau Öse, Sie wollten noch was dazu sagen. Ja, ich fand das jetzt ganz spannend, diese innovativen Ansätze nochmal zu hören. Trotzdem glaube ich, also Ausbildung ist halt wichtig. Und natürlich wird ja eine Erzieherin nicht irgendwo in der obersten Bundesbehörde, also sie kann in die Teams einbezogen werden, das unterstütze ich total. Aber wir wollen ja auch, dass Leute eingestellt werden und dass sie dort richtig diejenigen sind, die diese Erzieherin dann dahin holt zum Gespräch zum Beispiel. Ich wollte noch mal eine Sache einfügen, die mir ganz wichtig war, weil wir die noch gar nicht so richtig angesprochen haben. Und da steige ich jetzt in der Mitte einmal nur kurz ein. Ich nehme jetzt mal die Polizei, weil das gerade auch in den Medien so deutlich ist. Was wir kaum beleuchten, ist ja, und leider will der Bundesinnenminister ja partout auch keine Studie dazu, dass wir mal ganz genau gucken, wo werden Leute eigentlich auch immer wieder rausgedrängt. Also wo gibt es knallharten Rassismus oder mindestens Diskriminierung? Und wo versuchen eben Menschen, die vermeintliche Nicht-Diversität, wir haben ja erfahren, dass es das eigentlich nicht gibt, aber dieses wir bleiben hier unter uns Gefühl eben auch stark auszuleben. Und auch das darf man nicht, glaube ich, ganz vergessen. Das existiert durchaus. Man kann das nicht immer leicht messen, aber umso wichtiger wäre es natürlich auch, Anlaufstellen zu haben, denen auch vertraut wird. Also das ist als Abgeordnete leider auch meine Erfahrung. Ich habe so wirklich viele Gespräche mit Polizisten in den letzten Jahren gehabt, die mich am Rande treffen wollten, um mir sehr merkwürdige Erfahrungen zu schildern und die immer wieder sagen, dem wird nicht richtig nachgegangen. Und kann ich als Abgeordnete ja gar nicht in so eine Institution so richtig hineingucken, sondern ich muss mich darauf verlassen können, und das muss unsere gesamte Bevölkerung in meinen Augen, dass in diesen Institutionen wirklich auch sehr offen und klar danach geschaut wird, wo wird ausgegrenzt. Und auch das gehört dazu, wenn wir eine erfolgreiche Vielfalt herstellen wollen.
Ja, absolut. Zwei Seiten einer Medaille und tatsächlich auch ein Thema, was zumindest in der Öffentlichkeit deutlich weniger besprochen und diskutiert wird. Vielen Dank für diese Anregung. Tatjana, ich würde super gerne sofort weiter diskutieren. Man merkt, das Thema bietet sehr viel Stoff. Ich fand es sehr interessant zu hören, welche Verständnisse und Dimensionen von Vielfalt hier heute noch zum Gespräch geworden sind. Ich glaube, wir sind alle darin einig, dass eine Verwaltung, die die Gesellschaft repräsentiert, sie auch in ihrer Belegschaft repräsentieren sollte. Denn nur so kann sie wissen, welche Bedürfnisse der Bürger am Ende wirklich hat. Und was ich auch mitgenommen habe aus der Diskussion, und das sollte man vielleicht nochmal in Zukunft nochmal vertiefen, ist das Thema, was können wir aus diversen Zusammenarbeitsstrukturen lernen? Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Sozialen natürlich verschiedene Ideen in eine Gruppe, in ein Team ein. Und nur so können sicherlich am Ende auch mal neue, innovative Ideen entstehen. Sei es im großen Rahmen, wie wir es eher aus der Privatwirtschaft kennen, oder sei es auch in kleinen Schritten, Schritt für Schritt in der öffentlichen Verwaltung. Überall werden zukünftig immer häufiger kreative Ideen gebraucht werden, genauso auch im öffentlichen Sektor. Und ich hoffe, dass diese Diskussion hier und heute einen kleinen Schritt oder einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte, das Thema in den Köpfen der Verwaltung nochmal zu bringen und es als würdig zu hinterlassen. Ich Ihnen und euch ganz herzlich dafür, dass ihr heute dabei wart. Leider geht es nur eine Stunde. Gerne würde ich noch eine Stunde weitersprechen. Aber jetzt im Anschluss an diese Session gibt es noch die Möglichkeit, sich mit Teilnehmern auszutauschen unter dem Link, der Ihnen unten eingeblendet ist. Whereby heißt das Tool. Wir kommen da gleich in den Raum rein, die Speaker leider nicht. Aber falls Sie als Teilnehmer oder ihr als Teilnehmer noch weitere Fragen habt, können wir uns da gern austauschen. An dieser Stelle muss ich mich leider verabschieden und nochmal ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie heute dabei sind. Danke, Alvina. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Vielen Dank und schönen Tag allen. Danke. Tschüss.